So, da sind wir wieder bei Minecraft am Handy. Offline habe ich noch ein bisschen gesammelt und jetzt sammle ich noch ein bisschen Zaun. Ich werde auch gleich hochgehen. Ich habe meinen Erfolg erreicht, den ich machen wollte. Ich habe mir jetzt ein neues Ziel gesetzt. Da werde ich jetzt die ganze Zäune hier abbauen, um mir keine neue Zäune zu bauen. Dann sehen wir uns. Ich habe gleich einen Handy und gucke, ob die reichen. 25 für 2 Gehege reicht das oder 3 Gehege reicht das nicht. Und ja, ich habe mir heute eigentlich gar nichts vorgesetzt, außer die ganzen Spinnen zu sammeln. Vergessen, dass ich auch eine Folge anhören kann. Aber ich interessiere mich gar nicht. Die Folge sind eigentlich ganz egal. Und ja. Fehler habe ich jetzt. 51 Stückwörter bereiten. Ansonsten werde ich mir einfach noch ein paar Quarzen. Und es tut mir auch wirklich leid, wenn ihr mich nicht gut verstehen könnt, weil ich was abbaue. Und deswegen versuche ich auch etwas lauter zu sprechen oder das Vibrieren auszustellen, dass wenn ich was abbaue, das hört. Und dann sind auch Spinnennetze, kann ich runter, hol mir die Spinnennetze. Ich gehe dann wahrscheinlich hoch. Weil ich werde noch wahrscheinlich hier noch welche. Ich werde wahrscheinlich noch Bäume sammeln. Und. Also Leute, ich habe jetzt hier gerade eben eine Kistenlore gefunden. Ich weiß nicht, ob man das öffnet. War gut, dass ich noch ein bisschen drin geblieben bin, sonst hätte ich die nicht gesehen. Und ich werde trotzdem jetzt noch weiter. Ich werde jetzt noch ein bisschen weitergehen und schauen, dass. Dann hoch. Ich werde das rauskappen, damit ihr das nicht seht. Vorne sammeln und so. Und hochgehe. Heißt, wir sehen uns dann. So, da sind wir wieder. Ja. Ich habe jetzt auch Materialien gesammelt. Zum Beispiel Schienen. Sehr viel. Alles sehr viel. Ich werde jetzt. Danke.
Ich werde jetzt noch ein bisschen Eisen schmelzen, wenn ich jetzt noch Kohle runter mache. Und hier werde ich noch etwas Gold schmelzen. Oh, hier habe ich sogar noch was. Hehehe. Das wird natürlich auch noch geschmolzen. Hier habe ich einen Cleanstone, hier sechs Eisen. Ja, zwei Diamanten habe ich auch. Ja. Emerald. Hä? Ich verstehe es nicht. Das sind meine ganzen anderen Emeralds. Ich habe sehr viele gesammelt. Egal. Ich brauche jetzt eigentlich die ganzen Items hier gar nicht. Okay, jetzt habe ich es verstanden wahrscheinlich. Hört sich an wie ein Kaninchen von mir, jetzt gerade rein will. Ja, jetzt habe ich sehr viel Eisen. Nicht so unbedingt sehr viel Gold. Und es wird gerade Nacht, also vielleicht legen wir schlafen. Und ich habe die Version, wo ich Kisten nebeneinander stellen kann. Heißt. Ah, ich weiß, was ich hier reinpacke. Ich brauche jetzt die ganzen. Redstone, Emerald und so weiter. Und die packe ich jetzt alle hier nach größten Wert. Was ist jetzt los? Nee. Größten Wert, so. Warum ich Emeralds und dann Diamanten gemacht habe? Ganz einfach, weil Emeralds viel seltener sind als Diamanten, obwohl ich Emeralds sehr viele gefunden habe. Dann kommt, packe ich einfach so rein. So. 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 Und ich brauche für Antriebsschienen auch ein bisschen Eisen. Ich habe hier drauf geklickt. Antriebsschienen. Da kriegt man sechs Stück raus. Okay, hier sind die Antriebsschienen. Ich setze hier eine hin. Hier eine hin. Damit ich so hier drüber flitze. Dann hier. Klappt das? Ja. Zwei Blöcke. Ja, natürlich. Wir hier so perfekt so ich brauche noch mal Antriebsschienen. Ich schau mal, wie viel lange ich jetzt habe. 9 Minuten. Ich darf noch ein paar Minuten aufnehmen. Und ich brauche natürlich so viele Sachen für so und so Sachen.
Okay, jetzt brauche ich die Redstone. So, hier werden wir anfangen. Und dort hinten werden wir enden. Das ist einfach jetzt so. Und packen wir noch eine Redstone-Packe hin. Hier noch eine. Klappt das? Nee. Klappt. Moment, muss ich kurz ausprobieren. Das? Ja. Okay, ich muss hier noch gleich auf die Höhe sein. Steil bergab. Verdammt. So. Und dann muss ich das hier unten machen. Weil die können nicht um die Ecke gehen. Genau wie jetzt. Das können die nicht. Und dann so. So. Moment, da muss noch so ein Antriebsschiebe sein. Und genauso wie hier. Und jetzt brauche ich noch. Hier werde ich das Fütterhaus packen. Moment, das kann kurz ein bisschen dauern. Tschüss. Ist jetzt egal. Braucht ein paar Redstone-Fackeln. Und ich will mal wissen, wie man einen Kompass macht mit Redstone. Ah, so macht man einen Kompass. Okay, warte, jetzt muss ich eine Antriebsschiene hin. Und dann ist hier ein was mache ich denn mit Redstone-Fackeln? Das muss ich ja gar nicht mit Redstone-Fackeln machen. Ich mache das nicht ab. Ach man, wie macht man Knöpfe? Ich hab das vergessen. Ist jetzt auch nicht weiterhin so schlimm. Ich beende jetzt gleich meine Aufnahme. Es hat mir Spaß gemacht, wieder mit euch zu reden. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.